Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Feldexkursion. Was für einen Ertrag wird dieser Raps wohl bringen? Von Weitem sieht er gar nicht schlecht aus, hat ein schönes Schotenpaket, viele Verzweigungen und der Landwirt hat gesagt, dass er früh gesät wurde und im Herbst mindestens 12 Laubblätter entwickelt hat. Also an sich sind die Voraussetzungen für einen hohen Ertrag gegeben. Schauen wir uns doch einfach mal die Körner in diesem Bestand an. Es fällt auf, dass nicht alle Körner gut ausgebildet sind, sondern recht schmächtig und das lässt wirklich auf ein geringes 1000-Korn-Gewicht schließen. In diesem Jahr fällt mir auf, dass viele Rapsbestände unterschiedliche Abreifezeiten haben. Hier zum Beispiel in diesem Bestand sehen Sie keinen grünen Schimmer mehr. Er ist von oben bis unten komplett abgereift. Es deutet schon eher auf eine Notreife hin. Und andere Bestände, die schimmern richtig noch grün. Da ist der Stängel grün, aber auch die unteren Schoten noch grün gefärbt und überhaupt noch nicht reif. Somit sind auch unterschiedliche Erntefenster für die Rapsbestände vorauszusehen. Und wenn dann noch unterschiedliche Erträge bei rauskommen, sollten wir in diesem Jahr auf jeden Fall die Ursachen erforschen. Wie sollen denn hier genügend Wasser und Nährstoffe für 5 Tonnen Rapsertrag transportiert werden? Schauen Sie sich doch mal diesen Spross und die Wurzel an. Eine sogenannte Sprossbonitur kann schon etliche Antworten bringen. Was sollten Sie sich anschauen? Entscheidend ist die Farbe des Stängels. Ist er hell, abgereift oder noch grün? Dann können Sie als zweites den Stängel aufschneiden und sich die Farbe des Marks ansehen. Hier in dem Fall ist es nicht mehr schön weiß, sondern schon braun-schwarz gefärbt. Das deutet zum Beispiel auf Phoma oder Verticillium hin, also bestimmte Krankheiten. Und als nächstes ist natürlich die Wurzel entscheidend. Hier sieht sie schon richtig schwarz gefärbt aus, also auch nicht mehr gesund. Diese Schwarz-Braun-Färbung können auch wieder auf Verticillium deuten. Und wenn ich dann genauer hinschaue, sehe ich hier zwei Fraßlöcher. Das deutet wieder auf Schädlingsbefall hin. Also Sie sehen, man kann richtig viel erkennen, auch wenn man nur so einen gewissen Teil einer Rapspflanze sich jetzt auch nach der Ernte betrachtet. Krankheiten wie Fomalingam oder Sclerotinia kann man zum Beispiel mit Fungiziden bekämpfen. Die Krankheit Verticillium, die durch einen bodenbürtigen Pilz verursacht wird, kann man durch geeignete Sorten einigermaßen in den Griff bekommen. Aber unsere Schädlinge, wie zum Beispiel den Raps-Erdfloh oder die Larven der Kohlfliege, sind schwieriger in den Griff zu bekommen. Warum? Weil wir auch in diesem Jahr wieder keine Insektizide Beize für die Rapsaussaat zur Verfügung haben. Und somit müssen wir uns intensive Gedanken machen. Mir ist nämlich aufgefallen, bei kleinen Ausfallrapspflanzen, die hier unten in dem Bestand stehen, dass die schon wieder erste Fraßstellen vom Erdfloh haben. Besonders eben nach einem milden Herbst und Winter kann man mit einer höheren Population von Raps-Erdflöhen rechnen. Derzeit suchen sie sich eigentlich ein Sommerquartier und halten Sommerruhe. Aber dann pünktlich zur Rapsaussaat im August, September kommen sie wieder rausgekrochen und fangen dann an mit ihrem Reifefraß. Sie fressen dann ca. 14 Tage an den Rapsbeständen, bevor sie dann an den Rapspflanzen ihre Eier ablegen. Weitere Details und auch Bekämpfungsmöglichkeiten für Erdfloh oder auch Kohlfliege werde ich in einer weiteren Sendung in den nächsten Wochen aufgreifen. Ich hoffe, Sie schalten dann auch wieder ein. Denn ich denke, das Ausmaß des starken Befalls der Schädlinge im letzten Herbst wird jetzt erst richtig erkennbar. Einerseits durch die zum Teil sehr geringen Rapserträge und auf der anderen Seite anhand des hohen Krankheitsbesatzes. Denn die ganzen Fraßgänge sind Eintrittspforten für Krankheiten wie Verticillium und Phoma. Und somit ist die ganze Fitness der Pflanze herabgesetzt und auch die Nährstoffversorgung. So, zum Schluss noch der Tipp der Woche. Falls diese feuchte Witterung weiterhin anhält, achten Sie darauf, Ihre Weizen- und Roggenbestände früh und schnell zu ernten. Besonders eben Sorten, die die Fallzahl nicht lange halten. Weil bei dieser Witterung ist die Auswuchsgefährdung sehr hoch. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Getreide- und auch Rapsernte. Wir sehen uns nächsten Mittwoch. Tschüss!